So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening und das letzte Mal haben wir den zweiten Dungeon abgeschlossen. Ist das seine Schmatzgeräusche? Das habe ich letztes Mal gar nicht bemerkt. Wow. Außerdem haben wir... Was haben wir? Wir haben einen Komet wieder abgegeben. Muss das mal wieder gedanklich reinkommen. Aber ja, zweiter Dungeon abgeschlossen. Wir sollen jetzt in die Urunga-Steppe. Das ist rechts von hier. Wir gehen jetzt aber erstmal schnell angeln. Ich habe ja am Anfang das Spiel noch ein bisschen aufgehoben. Aber wir gehen einfach nochmal an. Gut, da, jetzt gehe ich da rein. Ach ja, das wollte ich nachschauen. Ich habe ja die Figur hier bekommen. Und sie hat doch so viele Kettenhunde. Vielleicht ist das hier irgendeine Plattform. Oder kann ich die ihr geben? Ja. Komet, nein. Schnäppchen, das passt. Ja. Eine Schnäppchenfigur, wie ihr reales Vorbild, braucht sie viel Liebe und Geduld. Ah ja. Was hat das jetzt gebracht? Das ist ein tolles Regal. Ja, ja. Okay. Meinetwegen. I guess. Was wir auch noch machen können, was ich bisher vergessen habe. Wir haben ja genug Geld. Wir können uns die Schaufel holen. So, gib mir das. Weil mit der Schaufel können wir relativ viele Sachen graben. Tatsächlich ist sehr viel in diesem Spiel versteckt, vor allem solche Muscheln und so ein Kram. Ich habe auch keine Ahnung mehr wo. Das ist das Problem an der Geschichte. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr wo. Aber ich werde jetzt erstmal hier auf X setzen, weil das Pulver brauchen wir erstmal nicht. Ja, aber man kann überall graben. Also, fast überall. Überall, wo halt... Wo es aussieht, als könnte man graben. Und dann kann da natürlich alles Mögliche rauskommen. Wie Rubine, Herzen. Ich sagte Herzen. Ich sagte Herzen. Na gut. Vorführeffekt kommt gerade keine Herzen. Aber eben auch, an bestimmten Orten dann Muscheln. Nur, ich habe keine Ahnung mehr, wo. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, ob es irgendwie sowas wie den Detektor später gab oder gibt. Oh, hier kann ich schon mal nicht. Kann ich die... Nein, okay, also da kann man dann definitiv nicht graben. So, hier könnten wir jetzt zwar rein mit unserem Kraftarmband, das bringt uns aber alles noch nichts. Das hier sieht zum Beispiel verdächtig aus. So, hier hin. Ich buddel da mal kurz. Wir gehen aber gleich zum Angeln, keine Sorge. Ich will nur mal kurz hier schauen. Nee, schade. Okay. Plopp. Oder hier hin zum Beispiel. Schade. Ja, aber sowas zum Beispiel, das sind dann so verdächtige Orte. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir kriegen das irgendwie hin. Flieg. So, jetzt wollen wir angeln. Also, gut, wollen ist relativ, aber wir sollten angeln. Sagen wir es so. Let's go. Ich bin gespannt, wie es hier umgesetzt ist. Okay. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Es war im Original so 2D. Ah, ja, genau. Also so von der Seite. So, ich versuche natürlich den Großen zu fangen. Da muss ich jetzt ganz kurz nur A drücken, ja? Genau. So, jetzt geht das runter. Und wenn er dann zubeißen sollte... Hey. Guckst du hier? Schnappt ihr das? Oh, jetzt ist es schon gar nicht mit seiner Reichweite. Ach, ist das doof.
Kann ich das wieder irgendwie in seine Reichweite bringen? Guck mal hier. Ah ja, komm, 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 komm. Oh Mist. Ah, ich darf aber nochmal. Okay, ups, das wollte ich nicht. Ich will den da drüben haben. Ist das irgendwie nach Zeit? Nee, ne? Ah, da unten hinterm Gras ist auch einer. Guck mal hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich liebe Angelspiele bei Zelda. Das ist immer wieder... Das muss so eine... So eine ungeschriebene Regel sein, dass Angelspiele bei Zelda einfach immer dumm und nervig sind. So, guck mal hier. Vielleicht hast du ja mehr Interesse. Jawohl. Ah, nein, du bleibst hier. Du bleibst hier, mein Freund. Komm, komm, komm. Ah. Go, 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 go. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, aber muss ich jetzt... Oh, ernsthaft. Okay, wenn man einen verfehlt, dann muss man nochmal Geld zahlen. Aber wenn man gar keinen zurückzieht, dann muss man kein Geld zahlen. Das ist ja schon mal ein Teil davon. So, komm her. Ja, nein. Ach, Mann. Guck mal hier. 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 Hopp. Jawoll. Zumindest den haben. Uffi. Du hast einen großen Fisch an Land gezogen. Es ist so schwer, dass du dir fast wünschst, etwas Leichteres gefangen zu haben. Richtiger Brocken von einem Fisch. Toll, der ist locker 23 Rubine wert. Hat einen großen Fisch gehangen, dann gebe ich deinen neuen Köder. Yay. Den mittleren Köder, der etwas tiefer schwimmende Fische... Die etwas tiefer schwimmenden, die lieben. Achso, ich hätte den anderen vielleicht noch gar nicht fangen können. Ah, nice. Kriege ich jetzt doch sofort das Herzteil. Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, ob der andere Fisch auch nochmal ein Herzteil gibt, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber jetzt ist der da unten weg, ne? Ach, nö. Der ist jetzt ja nicht mehr da. Jetzt kann ich erstmal nur die Kleinen fangen. Jetzt ist da unten wieder einer. Ah, willst du mich veralbern? Okay, komm her. Du bist ein tiefer schwimmender Fisch. Los, schnapp dir das. Catch it. Du halt nicht so blöd. Nein, du nicht. Ach, na gut, dann halt du. Nein, jetzt... Wenn du das schon anbeißt, dann hole ich dich auch raus. Nein, mein Freund. Vergiss es. Nein. Raus mit dir. So. Nicht, was ich fangen wollte, aber immerhin. Ja. Oh, okay. What? Noch ein Herzteil. Also ich habe schon gehört, es gibt hier mehr Herzteile als im Original. Ich glaube, maximal zwei beim Angeln sind. Kann man hier noch mehr holen? Aber ich würde ihn da unten einmal holen wollen. Da hat der andere einfach auch ein Herzteil. Das ist ja unfassbar. Hier. Jawohl. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier. Nein. Du. Nö. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Zwei Herzteile sind ja erstmal eine gute Ausbeute. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber das ist ja erstmal mehr als erwartet. Okay. Lul. Gut.
Na du? Kann ich ihn eigentlich? Was macht Link da? Achso, der drückt da dagegen. Kann man den eigentlich nochmal mitnehmen? Nö. Okay. Na dann, weiter im Programm. So, hier hinten könnte auch was sein. Nee. Schade. Eins weiß ich auf jeden Fall, wo ich buddeln will. Eine Stelle weiß ich, da möchte ich mal kurz hinlaufen. Und ich sollte mir in Zukunft... Ja gut, nee, jetzt habe ich ja die Schaufel dabei. Ich hätte mir bisher Stellen markieren können, wo ich buddeln will. Jetzt habe ich die Schaufel, ja. Hä. Ja, habe ich mir leider nichts markiert. Ach, warte mal, wir haben im Wald hier aber mehr Zeug, was wir holen können mit dem Kraftarmband jetzt. Hier war doch irgendwo so ein Stein. Ja. Huch. Ah ja, das ist das Ding. Tschüss. Hier haben wir bestimmt Geld drin. Nee, eine Muschel. Auch gut. Nehme ich mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Herzteil in dem Baumstamm haben wir uns geholt. Ne? Hier, das, dieses Herzteil da drin. Ich glaube, das haben wir uns geholt. Ich meine ja. Und irgendwo, genau hier. Hier ist zum Buddeln. So. Sehr schön. Ach, was ist eigentlich hier drin? Da waren wir auch noch nicht drin. Ha, 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 ha. So. Ah. Komme ich zumindest darüber? Ich glaube nicht. Doch, da komme ich rüber. Nice. Aber da komme ich nicht rüber. Aus Gründen. Aha, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Hä? Hey. Okay. Ich weiß immer noch nicht, warum das fünfte Herz da oben umrandet ist. Welche Bewandtnis... Wow. Double Kill. Welche Bewandtnis hat es denn damit? Keine Ahnung. So, die Pilzmorchel haben wir schon, oder? Aua. Hier könnte auch irgendwas sein. Ah, guck mal, da ist mein Herz gewesen, was ich demonstrieren wollte. Nein, die Morchel haben wir, okay. So. Ja, hier ist überall nichts zum Buddeln. Aber Herzen... Achso, wahrscheinlich kommen wirklich nur Herzen dann raus, wenn man sie auch braucht. Das wäre ja sehr klug vom Spiel. Aber... Warte mal, das hier ist auch verdächtig. Haha! Tja, also. Wo habe ich jetzt noch irgendwas? Ich glaube, ich... Irgendwas... Uah, nein, 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 ganz schlecht. Huh, Glück gehabt. Wenn man von den Dingern erwischt wird, kann es passieren. Deswegen gibt es nämlich den Schild zu kaufen, dass der weg ist. Ach, da oben. Warte, hier könnte auch was sein. Ne? Ah, nee, da ist einfach nur, das ist die Fläche vom Runterkommen. Aber da oben könnte was sein. Oder ist dann nur die Statue? Die haben wir ja schon gelesen. Ach, das ist auch nur ein Rückweg. Jetzt sehe ich's. Da oben kommt man wieder runter. Okay, dann ist da nichts. Gut. Nein! Oh Gott. Böse, böse, böse. Aus. Mach dich weg. So. Nein! Heieiei. Aber irgendwas fehlt mir im Wald noch, gedanklich. Irgendwas habe ich vergessen. War hier noch irgendwas zu buddeln?
Stein haben wir gerade gemacht. Hier unten. Ah, das nehmen wir mal mit. So. Ah, warte mal, hier. Oder? Nein. Nein, schade. Wirklich nicht. Wieso kann ich in der Ecke da nicht buddeln? Na, dann buddel ich halt nicht in der Ecke. In der Ecke kann ich buddeln. Ah, da kann eigentlich nichts sein. Das wäre komisch. Nee, das wäre komisch. Du heilst mich nur, ne? Was anderes machst du nicht. Ja, ja. Ah. Oh! Jetzt wollte ich den einfach nur mit einem Stein killen. Was ist das denn? Oh, geh halt da weg. Was ist denn da unten? Ah, da krieg ich, Ich weiß, ich weiß. Er stört mich da wieder beim Schlafen. Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja? Was für eine Strafe, oder? Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Ja, jetzt können wir 40 Zauberpulver mit uns rumtragen. Das ist doch was. So, ist hier vielleicht noch was? Sicher? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube aber nicht. Das wäre schon irgendwie fies, ne? Okay. Also wenn ihr irgendwelche Orte von Muscheln oder so kennt, die ich einfach vergessen habe, das könnt ihr mir gerne sagen, ne? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil die sind wirklich... Ihr habt es ja gesehen, ne? Man muss da wirklich enorm gut aufpassen. Da spielt jetzt so ein bisschen meine Erinnerung zum Glück auch mit. Ah, jetzt kommen wir auch hier hinten in das Haus rein, ne? Hier hin. Und hier hin. Hier wollte ich mal buddeln. Schade. Hätte ja sein können. Aber in das Haus kommen wir rein. Was ist denn da gewesen? Ich weiß es auch schon nicht mehr. Okay. Hallo, ich bin Trantrudi. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dir sicher gefallen wird. Zahlst du mir 28 Rubin? Okay. Alles klar, Süßer. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meinen geheimnisvollen Balsam. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du damit automatisch wieder gesund. Hä? Gab's das im Original? Kenne ich gerade gar nicht. Als Geschenk des Hauses werden alle... Ja, das nützt mir viel. Aber, hä? Trantrudi Spezial, der bringt dich wieder auf die Bahn. Okay, also der ist praktisch gegen den Game Over. Das ist wie eine Fee. Okay, meinetwegen. Oder lieber doch nicht, du hast ja schon. Okay. Also das kann man dann wahrscheinlich wiederholen jederzeit. Gottes Willen. Link ist wieder super brutal hier. Das interessiert die aber nicht. Ja, ja, habe ich schon. Also wenn ich den Balsam verliere, dann hole ich mir den ganz schnell hier wieder. Weil das ist, glaube ich, ein sicherer Weg gegen das Game Over. So. Oh, guck mal, da steht Boris rum. War der nicht vorne in dem Haus? Ah ja, ist der jetzt hiermit vielleicht fertig, was immer das ist? Kann ich mit dem quasseln? Komm mal her, Kollege. Du hast es auf diese Insel geschafft, das ist beeindruckend. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich bin Boris und meine Aufgabe hier ist es, interessante Sachen auszubuddeln. Ach, vielleicht weil ich die Schaufel jetzt habe. Wenn du etwas Zeit hast, komm ich mal in meine Hütte dort besuchen. Ja. Bist du jetzt dann da drin? Ach so.
Okay. Das kenne ich jetzt aber gerade auch noch nicht, oder? Boris Hütte. Mal gucken, ob meine Erinnerung wiederkommt. Da wären wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden echte Labyrinthe daraus. Wie das funktioniert? Wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl mir von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen. Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Versuche mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderungen zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen, du musst dich auch hindurchkämpfen. Dafür sind die Kammersteine. Gecheckt. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das ist alles deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Okay, ich dachte bisher, dieses Feature, dass man neue Dungeons bauen kann, ist einfach nur so, ne, so ein Sandkastenmodus halt, aber dass es sogar ins Spiel integriert ist, das wusste ich nicht. Okay, das ist cool. Ist das ein Kammerstein? Aus denen kann ich besondere Kammern machen. Wenn du einen findest, bring ihn zu mir. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und erzähl mir davon. Gut, ja, zwei Dungeons haben wir. Und einen Kammerstein. Kriegen wir denn jetzt schon eine Herausforderung? Du hast neue Kammern erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Ja, ich möchte Amiibo, genau. Bauen. Achso, also die Herausforderungen sind hier... Hier habe ich schon angefangen. Kannst du es zu Ende bringen? Baue eine Verbindung zum Eingang bis zur Bosskammer. Dazwischen muss eine Schatztruhe Platz finden. Hat eine Kammer einen Ausgang, muss mit einem anderen... Kommen wir denn sonst hin? Okay, bauen. Hol dir mit Hilfe von A Kammern aus dem Menü rechts. Lege sie dann mit Hilfe von A auf den Feldern links ab. Oft brauchst du eine Kammer mit einer bestimmten Anordnung von Ausgängen, also habe ich sie entsprechend geordnet. Blättere mit Hilfe von L und R durch die Übersicht. Ach du Scheiße. Was heißt das 2 und 3 Ding? Achso, Ausgänge? Ah, Ausgänge. Das ist die Anzahl der Ausgänge. Das ist dann ein Bossraum. Der ist schon gesetzt. Das ist ein, keine Ahnung was. Ach, das ist ein Startraum. Und ein Endraum wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay, die kann ich nicht setzen. Ich kann die setzen. Ich brauche jetzt also... Ich muss den Weg zu dem Ding... Ich brauche was, was hier unten hoch und durchgeht. Also Zweier Ausgang. Sowas da zum Beispiel. Oder nee, machen wir so einen Gang. So. Ach so, und dann sind die weg, wenn ich die setze. Dann brauche ich so einen T. Ah, die haben alle so einen T. Ist jetzt egal, was ich nehme. Ich könnte einen Zwischenboss nehmen. Nee, danke. Der große Schlüssel ist immer in der letzten Truhe, die öffnet. Zusätzlich Tunnel enthalten Rubin und ähnliches. Okay, also gehe ich erst hier hin, dann ist hier der große Schlüssel. Jetzt brauche ich lediglich... nee, das nützt mir nichts. Achso, und hier sehe ich, ob eine Truhe drin ist oder nicht. Oder sowas. Oi. Jetzt brauche ich erstmal einen Durchgang. Okay, aber genau noch einen. Mit einer Truhe. Sobald eine Kammer richtig verbunden ist, wechselt ihre Farbe von Rot auf Blau. Wenn sie nicht blau wird, drücke Y, um zu zeigen, wo das Problem liegt. Wait, wo ist denn hier das Problem? Hä? Ich sollte Y... Ach, X war das. ja, moin. Ach so, weil die noch keine Verbindung nach rechts hat. Klar. Ja. Moment, aber wieso ist die dann? Muss ich hier was hinsetzen, oder wie? Also jetzt brauchen wir erstmal so ein Viech nach oben. Da, das da. Möglichst keinen Zwischenboss, dankeschön. Ein Ausgang in einer Kammer kann zu einer verschlossenen Tür oder einem blockierten Eingang führen, je nachdem, mit welcher Kammer du ihn verbindest. Es gibt bestimmte Regeln, zu welchen Ausgang Vorrang hat. Du wirst sie beim Ausprobieren sicher schnell lernen.
Okay, aber muss ich jetzt hier noch so ein Einzelding ansetzen? Einfach, dass da ne Dings ist? Dass das verbunden ist? Dann aber bitte ohne... So. Ich brauche keine Treppe. Okay. Alles klar. Ja, die Treppe ist ja irrelevant. Wir wollen ja einfach nur durchkommen. Ja, let's go. Aber was genau passiert jetzt? Okay. Was genau passiert jetzt, wenn ich, wenn ich hier die Treppe... Ich meine, ich habe ja keine Verbindung. Wo komme ich denn da hin? Ist es dann einfach nur ein leerer... Ah, das ist dann so ein Gang. Mit den drei Herzen hinten. Ah, okay. Verstanden. Gut, 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 gut. So, aber wir wollen jetzt mal da mal möglichst schnell noch durchkommen. Sonst wird der Part wieder zu lange. Aber das sollte ja kein langer Weg sein, ne? Wir haben ja extra alles möglichst kurz gebaut. So, ich muss aber alle Truhen holen. Ja, moin. Ich muss aber alle Truhen holen. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist auch, behalte ich dann eigentlich die Rubine, die ich hier bekomme? Oder wie ist das? Das wäre schon cool. Das wäre eine gute Rubinquelle auf jeden Fall. So. Okay. Okay. Ach, jetzt brauche ich mein Pulver. Das sind also dann praktisch die Räume, die man schon kennt. Ja, die werden sozusagen eingebaut. Ich verstehe. Das heißt, je mehr Dungeons man betreten hat, desto mehr Zeug kriegt man hier. Und dann halt noch zusätzlich diese Steine, die wir zum Beispiel bei dem Spiel finden können. Eieieiei. Faszinierend. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Truhe, ne? Genau. Das heißt, die kriegen wir hier. Easy. Dann ist hier der goldene Schlüssel drin. So, und dann können wir damit zumindest mal die erste Herausforderung beenden. Eieieiei. Das ist dann... Kann ja nur Moldorm sein. Ne, es könnte ja auch der Dings sein, der Djinn. Ah, der ist noch nicht wieder aktiv gewesen. Jetzt. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nice. Okay, diese Herausforderungen hier, das könnte dann eine Weile dauern. Das machen wir dann natürlich jetzt nicht weiter. Aber grundsätzlich, interessantes Feature. Also das können wir weitermachen, wenn wir mehr Zeug haben. Dann würde ich das dann an einem Stück in mehreren Parts einfach machen oder so. Aber nicht, Nein, hat es nicht. Überhaupt nicht wahr. Okay, was kriege ich jetzt? 9 Stein. Ah ja, alles klar. Nice. Neue Herausforderung, natürlich. Ja klar, logisch. Jetzt gerade nicht. Was ist erkunden? Platzieren erkunden. Okay, egal. Lassen wir erstmal. Wie gesagt, da kann man dann weitermachen bei Gelegenheit.
Dann haben wir in dem Part das neue Feature kennengelernt. Das werden wir jetzt aber erstmal nicht verfolgen. Ich möchte erstmal das Spiel richtig spielen. Für Rubine holen ist es ganz cool. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal nicht notwendig. Huch! Was habe ich jetzt wieder gemacht? Was für eine seltsame Energie. Schau dir das doch mal an. Ist das ein Teleporter? Wenn ja, wohin? Hä? Ach so, weil wir noch keinen anderen haben. Okay, alles klar. Null. Aber die waren im Original, waren die an? Okay, vielleicht gibt es hier mehrere. Das wäre cool. Markiere ich mir den jetzt? Nein, den markiere ich mir nicht. Passt schon. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und verabschiede mich von diesem Part. Wir machen im nächsten weiter. Tschüss.